Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Command & Conquer Red Alert 3. Ja, wir haben es heute den 15.09.2022 um 18.25 Uhr. Ich weiß nicht, wann ihr ja die erste Kampagne seht. Ihr seht, es gibt drei Stück. Sowjets, Alliierte und dann einmal Imperial. Na, keine Ahnung, wie sie jetzt heißen. Ich denke mal, ich werde mit den Sowjets anfangen. Ich werde mich von links nach rechts durcharbeiten. Uprising wird auch kommen und dann ja, kommt auch schon Tiberian Twilight. Also Command & Conquer Red Alert plus Uprising ist so das vorletzte Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Und generell so das letzte Command & Conquer. Vorletzte Command & Conquer, was wir jetzt hier noch aufhaben. Aber dazu mehr gleich in-game, weil ja, in-game ist halt in-game und nicht nur hier der Start-Screen. Ja, die sowjetische Führung hat verzweifelte Maßnahmen ergriffen, um die Alliierten in die Knie zu zwingen. Unglücklicherweise haben sie dadurch einen neuen Feind gestärkt, das Reich der aufgehenden Sonne. Das ist unsere dritte Partei hier. Wie gesagt, wir starten hier mit den Sowjets. Weiter geht's, auf geht's. Ah, Kommandant. Sie sehen ja, unsere Lage ist alles andere als angenehm. Alle unsere Divisionen sind in Europa und kämpfen gegen die Alliierten. Dieses Reich weiß, dass wir im Moment verwundbar und leichte Beute für sie sind. Deswegen werden sie uns auch schnell besiegen wollen. In diesem Moment sind ihre Invasionstruppen bereits auf dem Weg in Richtung Leningrad. Ich habe sie ausgewählt für die Verteidigung der UdSSR in dieser schweren Stunde, weil ich einen Kommandanten brauche, der nicht an eine Niederlage glaubt. Jemanden, der unsere Feinde nicht bloß zum Rückzug zwingt, sondern erbarmungslos und hart zuschlägt sie, demütigt auslöscht und gnadenlos mit ihnen umgeht. General Krukov. Ich würde Ihnen gern unseren neuen Kommandanten vorstellen. Neuen Kommandanten? Ja. Er wird für die Sicherheit von Leningrad sorgen. Obwohl ich Ihnen sagte, dass jeder Versuch, die Stadt zu halten, Wahnsinn wäre. Wenn Leningrad fällt, dann wird unser Volk den Glauben verlieren und die Hoffnung. Ja. Nun, dann wünsche ich ihm viel Glück. Dem Reich sind wir technisch deutlich unterlegen. Und auch zahlenmäßig, glaube ich. Aber was soll's? Es ist eine Ehre, sich für das Vaterland zu opfern, ist es nicht so? In der Tat. Jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe ein Land zu verteidigen. Genossin Dasha ist Ihr Informationsoffizier und koordiniert unsere ganze Kommunikation. Danke, Eure Exzellenz. Kommandant, die Truppen des Reichs der aufgehenden Sonne rücken weiter vor. Beeilen Sie sich, Kommandant. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Yo, so sieht's nämlich aus. Command & Conquer, Red Alert 3, da kommen wir gleich zu. Und zwar klicken Sie auf den Solo-Button, um den Einzelspieler-Modus zu starten, oder hosten Sie einen Koop. Wir machen natürlich Solo. Wir wissen wenig über die Invasionstruppen des Reichs, nur dass sie extrem mobil sind. Sie haben Leningrad eingekesselt und dringen in die Stadt ein über die Kanäle. Retten Sie unsere schöne Metropole, sie ist ein Symbol der Volksrevolution. Wir haben Ihnen die legendäre Scharfschützin Natascha überstellt. Sie wird Ihnen helfen bei der Verteidigung der Stadt und der Abwehr der kaiserlichen Soldaten. Das Vidanje. Okay. Weiter. Leningrad wird belagert. Schlagen Sie die Invasoren zurück und schirmen Sie mit unseren Truppen in der Region die Festung ab. Ja, der Aufbau steht Ihnen in dieser dunklen Stunde bei. Ihre Befehle lauten wie folgt. Sichern Sie die Festung im Herzen Leningrads. Danach stehen Ihnen weitere Truppen zur Verfügung. Viel Glück. Okay. Ja, der Aufbau von Red Alert 3 ist ein bisschen anders. Man sieht im Koop, ich habe hier einen zweiten Commander, das ist eine KI. Ja, Ziel 1, sichern Sie die Festung. Ziel 2, schützen Sie die Festung. Ich bin bereit und dann, ich würde sagen, auf geht's. Ja, der Oleg Wodnik. Die Blockade des Reichs verhindert, dass wir auf der Insel landen können. Wir versuchen es mit einer Notlandeoperation. Sichern Sie die Festung mit unseren überlebenden Truppen. Red Alert 3 habe ich nie durchgespielt. Ich habe, ich glaube, alle drei
Schön, wieder mit Ihnen zu arbeiten, Kommandant. Natascha kann die Tore bombardieren lassen. Immer Beute. Ja. Nettes Visier, hm? Commander Conquer 3 habe ich halt nie durchgespielt. Ich glaube, ich habe von allen drei Fraktionen die erste Mission auf jeden Fall gespielt. Eventuell auch eine zweite. Aber das war es denn auch. Ach, mit den Pfeiltasten, okay. Daher, ja, ist es an sich so ein bisschen... ja, es ist an sich leid, muss man dazu sagen. Es ist auch nicht ganz so lang. Ich habe mal geluschert im Vorfeld. Jede Fraktion, glaube ich, hat neue Missionen. Hey, Kommandant, hier ist Oleg. Ich bin Ihr Co-Kommandant in dieser Mission. Sollten wir das überleben, trinken wir ein, ja? Okay. Meine Männer tragen grüne Uniformen. Sie nehmen nur von mir Befehle entgegen. Aber hey, sie können ja mich rumkommandieren. Also neue Missionen können halt auch lange dauern. Jom, habe ich jetzt... Neue Bauoptionen. Wählen Sie Ihre Kaserne ja. Ausbildung. Da kann man jetzt sagen, hey, pass auf, wir können wir behalten. Wir können halt jetzt auch natürlich die Leute da so ein bisschen... ja, werde mit ein bisschen was machen. Ich bin zu allem bereit. In Sachen ein bisschen befehligen und alles. Das kann nicht alles gewesen sein. Was planen diese Bastarde? Ja, guck mal, das ist halt ein bisschen Tutorial, ne? So, 4 und da ist dann die 5. Ja, haben wir. Grüße aus dem Reich der aufgehenden Sonne. Ich bin Commander Kenji Tensei und es wird mir ein großes Vergnügen bereiten, Ihre Stadt in Schutt und Asche zu legen. So. Angreifer aus südlicher Richtung. Wir bauen natürlich nochmal so viele wie möglich. Dementsprechend sollten wir es eigentlich sollten es entspannt schaffen. Wir haben die Dasha, die kann halt die Sachen markieren. Ja, also von daher, das wird schon. Das sollte jetzt eigentlich nicht so ein großartiges Problem sein. Wir haben auch unseren Dude mit am Start. Klar, die nerven auf jeden Fall jetzt ein bisschen. Aber sollte jetzt nicht ganz so problematisch sein. Wie gesagt, 9 Missionen, glaube ich, müsste jede Fraktion, wenn ich es richtig gesehen habe, haben. Aber auch 9 Missionen können halt extrem lang sein. Warum nehme ich das so früh schon auf? Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Zeit und übel Bock auch auf Red Alert 3. Dementsprechend jetzt. Das ist auf jeden Fall ein Pufferprojekt. Ich weiß nicht, wann ihr es seht. Es kann vielleicht noch in 22 sein. Vielleicht im Dezember oder sowas. Kann aber auch erst im Januar 23 sein. Also das wird sich dann zeigen, wann dieses Projekt dann kommt. Ne? Nichtsdestotrotz, ich habe Bock drauf. Und da es ja 3 Fraktionen sind und ich ja sowieso da immer noch ein paar Zwischenprojekte denn machen möchte, passt es mir eigentlich ganz gut, dass ich jetzt halt wirklich die Zeit habe, Red Alert 3 halt aufzunehmen, so das erste. Weil die erste Fraktion. Klar, ich werde jetzt nicht alle 3 Fraktionen am Stück hier irgendwie durchziehen. Denke ich zumindest. Es kann natürlich auch möglich sein, dass ich sag mal, 3 Tagen jetzt hier mit den Sowjets durch bin, dass ich dann schon die Allianz durchknall. Also das möchte ich jetzt nicht komplett ausschließen. Aber das werden wir halt sehen. Rekruten. Ja, wir könnten jetzt natürlich die Rekruten nehmen, nutzen, aber ich möchte eher auf Raketenwerfer gehen, beziehungsweise auf die Flak-Trooper. Flak-Trooper meldet sich zum Dienst. Jemand bezahlt dafür. Naja. Seien Sie nicht so zufrieden mit sich selbst. Der richtige Angriff kommt noch früh genug. Unzureichende Mittel. Ich weiß nicht. Mir hat das eben schon gereicht. Das Reich hat mit dem Angriff auf die Eremitage begonnen. Sie enthält überaus bedeutende Schätze unserer Geschichte. Wenn wir sie retten, geben wir dem russischen Volk neue Hoffnung in dieser dunklen Stunde. Neues so. Ich kriege immer. So, wir können da nämlich das rein. Das weiß ich. Also, wie gesagt, die Mission habe ich gespielt, das weiß ich. Dann können wir da immer die Dasha rüberschießen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hey... Wie hast du Red Alert 3 zum Laufen bekommen? Pipapo. Natascha Volkova. Ich habe Red Alert 2-mal. Einmal über Steam. Habe ich mir damals mal schon als erstes gekauft gehabt. Keine Ahnung, irgendein Sale. Und dann später über die Ultimate Edition. Für Origin.
Und ja, Fun Fact, Origin, also man kann es ganz normal entspannt, wirklich entspannt installieren. Das Problem ist halt, dass, dann bekommt man halt den Auswahlbildschirm, ob man jetzt Red Alert 3 oder RA 3 Uprising halt spielen möchte. Dann klickt man drauf und dann versucht zu starten, das war's. Ich denke mal, das wird so ein bisschen am Kopierschutz liegen. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine Datei oder ähnliches gefunden, dass ich das halt fix überschreiben kann, dass ich den halt irgendwie umgehen kann. Beziehungsweise, dass ich da irgendwie... Sie haben die Eremitage gerettet. Das wird unser Volk mit neuer Hoffnung erfüllen. Aber noch ist kein Grund zum Feiern, denn wenn die Festung fällt, ist alles umsonst gewesen. Unzureichende Mittel. Okay. Ihre Truppen werden an der Festung gebraucht. Mit ihrem Bullfrog können sie über den Kanal schleudern. Ja. Transferiert. So, wir fahren natürlich jetzt einmal wieder wissentlich, ne? Dass sich das irgendwie über den Origin... Ja. Dass ich halt irgendwie über Origin das Game spielen kann. Es ist aber unrelevant. Ich habe Uprising und Red Alert halt über Steam. Da könnt ihr jetzt ganz normal installieren, starten, Feuer frei und fertig. Also da... Juckt's halt überhaupt angegriffen. Die Truppen des Reichs nähern sich auf den Kanälen von allen Seiten. Die Festung darf keinesfalls fallen, Genosse. Ja, da kommen irgendwelche Schiffe. Hier sieht man sich diese Schiffpanzer. Jetzt zeigen Sie doch mal, wie Sie sich gegen die Schlachtschiffe des Tenos behaupten. Schlachtschiffe? Okay. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen. Versenken Sie die Schlachtschiffe. Meine Männer verteidigen die Festung, solange es geht. Sie müssen allerdings diese Schlachtschiffe vernichten. Ja, das sollte jetzt auf jeden Fall kein Problem sein. Weil wir haben ja mit der Dasha die Möglichkeit, über unseren Luftangriff halt die Panzer und alles kaputt zu machen. Und das wäre... Panzer. Ja gut, die Panzer und halt natürlich auch die Schlachtschiffe. Das werden wir jetzt auch erstmal machen. Mit der Dasha die Dinge jetzt da angreifen. Ja, wie gesagt, über das Steam habt ihr auf jeden Fall... Keine Probleme, ganz normal installieren und Feuer frei. Was habe ich? Ich habe nichts anderes gemacht. Wirklich keine Probleme da irgendwas gehabt. Jetzt beim Spielen oder sonst irgendwas. Einzige, was passiert ist beim Auflösung oder sowas abändern, ist das Spiel halt abgeschmiert. Es speichert aber trotzdem alles. Wir haben jetzt Zugriff auf unsere neue Waffe. Den Magnetsatelliten. Dieser Orbitalmagnet, müssen Sie wissen, kann auf ein einzelnes Fahrzeug ausgerichtet werden. Setzen Sie ihn klug ein. Okay. Genau, hier gibt es ja einmal so eine Sachen. So, zack, weg ist er. Den kann man auch irgendwie steuern. Gute Arbeit. Nur noch ein paar Schlachtschiffe. Aber ich muss sagen, zum Steuern. Ja. Die brauche aber nicht schwimmen. Ich bin aber irgendwie, muss ich ehrlich gestehen, einfach zu blöd, um ja die Dinger halt zu steuern. Also um das Ding zu steuern. Gut, ist dann halt so. Dann nehmen wir halt nur einen mit. Ist jetzt ein bisschen unlucky, dass ich das halt nicht irgendwie gebacken kriege, weil ich einfach zu blöd dazu bin. Oder zu unfähig, das Ding halt zu steuern. Klar, du hast auf jeden Fall die Punkte, aber irgendwie willst du nicht. Keine Ahnung. So. Wir können auch ganz normal mit Escape hier einmal so reingucken, sichern Sie die Festung, bla bla, versenken Sie, retten Sie die Remarche, das ist halt ein Zusatzdingens gewesen, wir können auf jeden Fall das Spiel speichern, Sowjetmission Autosave, wie gesagt, das seht ihr, 15.09.18.37 jetzt mittlerweile, neue Speicherdatei, würde ich ganz gerne machen, jawohl, einfach nur als Save, so, das nennen wir Sowjets, dass ich hier halt auch mal einen richtigen Spielstand dann drin habe. Weiterspielen, Feuer frei. Ich denke, dass es nicht mehr ganz so lange gehen wird, die Mission. So, das Ding zu. So. Ja. So, das Ding können wir dahin. Weil normalerweise muss man das eigentlich irgendwie steuern können. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Klar, ich habe da jetzt auch drauf gedrückt und alles drum und dran, hat nicht funktioniert. Ja, wie gesagt. Wenn da so eine Masse steht, wird es auf jeden Fall ultra hilfreich sein. Mal gucken, ob ich es nochmal hinkriege. Oder ich muss da... Ich kann auch sein, dass ich die linke Maustaste da festgehalten, also dass ich da drauf setzen muss und dann hochziehen muss. Keine Ahnung.